Hallo Leute, da bin ich wieder zurück zu die Säulen der Erde. Wie ihr seht, ist das der Speicherpunkt. Ich habe jetzt kurz nach diesen zwei Folgen oder drei, wie viel habe ich aufgenommen? Ich weiß es gar nicht mehr am Stück. Habe ich eine kleine Pause gemacht, denn es gab Mittagessen. Wir haben gestern Pizza bestellt bei einem lokalen Pizzaservice, der verschiedenste vegane Produkte anbietet. Ich glaube, er hat drei oder vier verschiedene vegane Pizzen. Eine mit so Würstchen, eine mit Hack und Würstchen, eine mit Chicken und ich glaube, wie viel habe ich denn jetzt schon aufgezählt? Drei, ne? Warte mal, da war noch eine. Ich glaube, nur so eine ganz normale mit Gemüse kam. Und dann haben die noch einen veganen Burger. Ich glaube, vegane Pizzabrötchen. Und ja, Salat und sowas halt, ne? Ich weiß gar nicht, was sonst noch. Domino's hat ja auch die veganen Pizzen, die wir ausprobiert haben, die auch sehr, sehr lecker waren. Auf jeden Fall ist gestern noch was übrig geblieben davon und das habe ich mir jetzt gerade zum Mittagessen reingeschleudert. Christian schläft und hat seine Pizza schon zum Frühstück gemammelt gehabt. Und ja, da dachte ich, lasst uns weiter aufnehmen, denn wir wollen ja hier ein bisschen vorankommen. Wir gehen mal zurück. Speicherpunkt haben wir jetzt gesetzt an der Stelle. Und wir können ja probieren, ob wir jetzt das Ding weiterhauen können. Haben wir jetzt hier neue... Sie sind neu, ne? Orfraid? Chorsänger. Sieht verloren aus, hat Angst vor Höhen, wie Philipp. Suchst du nach jemandem? Ich soll das Brot hier unserem Kantor bringen. Er verbringt den Tag heute oben auf der Baustelle. Aber wie soll ich da nur jemals hochkommen? Höhenangst, was? Soll ich für dich gehen? Nein, nein, ich werde das schon schaffen. Ich brauche nur etwas Zeit. Okay. Hier wollten wir zu der Mutter gehen noch. Ihn können wir nicht ansprechen. Schreibe etwas, um Orfraid zu nerven. Wenn sich Orfraid nicht entschuldigt, gibt es Ärger. Orfraid, ich liebe ihn wie einen Bruder, aber er treibt mich in den Wahnsinn. Er hält sich für den Größten, weil er jetzt Meister ist. Hey, nimm zurück, was du vorhin gesagt hast. Was? Was habe ich gesagt? Du weißt, was ich meine. Über Aliena? Was schert es dich, wenn ich sie zur Frau nehme? Du kapierst es einfach nicht. Ja, wir müssen ihn ja nicht provozieren, finde ich persönlich. Er scheint ja nicht zu wissen, dass wir was mit Aljena haben, wenn er das so sagt. Nehme ich zumindest an. Vielleicht will er uns auch hart provozieren. Das kann natürlich auch sein. Aber ich nehme jetzt gerade erstmal an, dass er es nicht weiß. Okay, wir probieren mal, ob wir jetzt was an der Statue machen können. Er macht es ja einfach nicht, ne? Unvollendeter Kragstein. Wartet mal, was haben wir hier noch? Der Riss. Hier oben die Bauleute auf dem Gerüst. Das. Ich will ihn eigentlich nicht provozieren. Lass uns noch mal kurz zur Küche gehen. In der Hoffnung, dass doch... Ich werde alles tun, was ich kann, damit ihr euren Lohn erhaltet. Ich weiß, ihr habt uns damals aufgenommen, als wir aus Earl's Castle fliehen mussten. Mein Mann hat seitdem immer hier gearbeitet. Und wir wollen bei unserer Lady Aljena bleiben. Aber wir haben keine Wahl. Oh, Mary. Meine Familie und ich auch. Wir alle verdanken Philipp viel. Ich vertraue euch, Vater. Aber ich riskiere dort oben jeden Tag meinen Hals. Meine Frau hat recht. Wenn ihr unseren Lohn nicht zahlen könnt, müssen wir weiterziehen. Kingsbridge ist unser Zuhause. Ich will hier nicht fort. Lasst mich nachdenken. Vielleicht gibt es eine Möglichkeit, wie wir eure Arbeiter früher entlohnen können, Philipp. Aber es wird Tage dauern, bis wir unseren Erlös von der Wollmesse haben. Es tut mir leid, aber in solch einer unsicheren Lage können die anderen Arbeiter und ich nicht so lange warten. Vertraut mir, Philipp. Mir fällt schon was ein. Jack. Du sagtest, du wärst mit dem Kragstein nicht fertig. Vorhin habe ich mir den angesehen. Für mich sah der fertig aus. Du musst lernen, loszulassen und mit solchen Dingen abzuschließen. Verlier dich nicht in Details. Es ist mein Kragstein. Nichts von all dem hier gehört uns. Figurenmeißeln ist die einzige Arbeit, die du nicht Alfred gegeben hast, um sie zu vermasseln. Wir sollten dankbar sein für die Arbeit, die wir tun dürfen.
Und in unserer Arbeit müssen wir gründlich und beständig sein. Dankbar für das, was wir tun dürfen? Du warst es doch, der unbedingt eine Kathedrale bauen wollte. Du hättest andere Arbeit haben können, aber nein. Monatelang hast du alles andere abgelehnt. Ohne Rücksicht auf Verluste. Wann wirst du Jonathan erzählen, was damals im Wald passiert ist? Ich hätte das mit Jonathan nicht sagen sollen. Scheiße. Vor allen Dingen nicht vor Jonathan, würde ich mal sagen. Okay, mehrere Sachen jetzt an der Stelle. Ich habe gedacht, weil er gesagt hat, er ist unzufrieden mit dem Gesicht, dass er mit dem Kragstein noch nicht fertig ist. Aber offensichtlich sind wir fertig, aber unzufrieden. Deswegen, da hätte ich Tom das doch erst sagen können, das Ganze wäre erst anders gegangen. Tom ist uns gerade ja auch sehr nett entgegengekommen, indem er halt gesagt hat, er sah fertig aus, ist doch gut. Was hast du denn für ein Problem, so ungefähr? Okay. Gut, Kräuter, lass uns mal kurz gucken, ob wir die hier... Ich hätte ja gedacht, die müssen wir beim Kloster aus der Küche bekommen, wisst ihr, um das dann ihnen hier zu bringen. Wir müssen aber auch zur Lichtung. Die Lichtung ist hier unten lang. Warte mal, wir gehen mal kurz erst zur Küche. Ob unsere Mutter in der Küche ist. Wenn sie es ist, perfekt. Aber hier ist niemand. Oder können wir ihn fragen? Wegen Kräutern? Warum will Philipp, dass ich die Bibel lese? Er glaubt, dass du ein Schriftgelehrter werden könntest, wenn du dich bemühst. Soll das heißen, dass ich mich gerade nicht bemühe? Nein, aber es gibt noch viel, das du lernen kannst. Okay, warte mal, ich kann auch hier keine Kräuter wählen oder so, ne? Den Mörser könnte ich dann gebrauchen, wenn ich die Kräuter habe, die ich brauche. Oh nein, nein, bloß raus. Okay, hier bei den Ständen. Ich könnte mit Philipp noch reden. Hier sind nur die Stoffe mit Martha. Der Markt selber, den ich angucken kann. Und die Steinmetze. Ich könnte hier hinten noch raus um die Kathedrale rum. Wir gehen mal kurz zu Philipp. Ich habe seine Bibel zweimal gelesen, aber ich mag meine Bücher lieber. Sage ich ihm besser nicht. Mal sehen, ob hier noch was besprochen wird. Und wenn nicht, dann gehen wir zur Lichtung, würde ich sagen. Ihr wirkt bedrückt. Was ist das Problem? Die Priorei hat nicht das Geld, um die Bauleute zu entlohnen und auch noch mehr für das Baumaterial zu bezahlen. Nicht einmal, wenn wir all unsere Wolle auf dem Wollmarkt in Shiring verkauft bekommen. Oh, das ist ein Problem. Natürlich ist das ein Problem. Jack, bitte. Okay. Wartet mal, wie sind wir denn? Sind wir per M auf die Map einfach gekommen? Nee, sind wir nicht. Wo ist denn das? Einstellung, Spiel. Hier ist doch die Map. Hier, 1141, ne? Weil wir wollen ja auch das Buch aus diesem Skriptorium-Dingsbums holen. Ich kann mir vorstellen, dass das über der Kathedrale oder im Kapitelhaus ist. In der Kathedrale werden wir da nicht wirklich weiterkommen. Wir können... Lass uns mal kurz zum Kreuzgang gehen. Weg zur Mühle. Hier liegen nur die ganzen Sachen. Ich wollte ihn nicht anquatschen. Warum habe ich denn keinen Ton mehr? Wartet mal. Mal kurz rausgegangen aus dem Spiel. Ihr hört auch keinen Ton mehr, ne? Ne, hört ihr auch nicht. Ist das, weil ich jetzt... Warte mal, wir stehen mal auf. Vielleicht, weil ich gerade auf der Map war. Ich glaube, dadurch ist der Ton weggegangen. Lass uns nochmal kurz hier... Nochmal die Map vielleicht. Gucken wir. Bla, bla, bla. Interessant. Vielleicht nehmen wir die Einstellungen, die Dokumente. Hier Einstellung, dass wir mal Audio aus und wieder ein auf stumm schalten. Okay. Irgendwas hat es gerade stumm geschalten.
Interessant. So, dann können wir hier weitermachen. Gut, jetzt haben wir wieder was. Hier drin ist nichts. Jonathan halt. Tür in die Kathedrale. Was ist hier zum Friedhof? Zum Kapitelhaus. Die ist zu, oder was? Verschlossen. Das Kapitelhaus. Hier treffen sich die Mönche zu Wahlen und Besprechungen. Ah, ich weiß. Okay, dann weiß ich jetzt, was das für ein Ding ist. Lass uns mal zum Friedhof gehen. Apsis. Von hier sieht die Kathedrale fertig aus. Nur noch ein paar Jahre. Hoch mit dir. Tom wird in ganz England berühmt sein. Okay, hier geht's der zum Merton Kreuzgang. Wird sich auch nicht beschweren, wenn er bis nach meiner Pause warten muss. Oh, Skriptorium. Hier wollen wir doch der hin. Der Mörtel vielleicht nicht, aber ich. Gottes Willen, schnell weg hier von den kreischenden Leuten. Oh, ja? Skriptorium. Die Mönchen du jetzt nach Amore fragen? Trottenbull. Gemeiner, fetter Trottel. Lasst euch von dem Tumult dort draußen nicht ablenken. Nein, nein, so nein, 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 hoch mit dir. Diese beiden liegen schon seit heute früh im Zwist. Was auch immer ihr Problem ist. Hm? Was tust du hier im Skriptorium? Ich wollte einen Blick in eure Bücher werfen. Ist das so? An die Arbeit. Hört alle her. Ist die Aufgabe eines Schreibers nicht, Texte und die Heilige Schrift zu kopieren? So ist es. Ja, Superior Remigius. Und ist es nicht die Aufgabe eines Limners, diese Texte mit Farben und Bildern zu versehen? So ist es. So ist es, Superior Remigius. Und was denkt ihr, ist die Aufgabe von Jack, dem Lehrling von Tom Bilder? Baukunst. Auf der Baustelle er zu arbeiten? Kümmert sich um Statuen und Bauschmuck. Sachen bauen. Denke ich weiß es auch nicht so genau, aber es beinhaltet sicher nicht die Störung unserer Schreiber und Limner. Ich weiß nicht, was Prior Philipp in dir sieht, Jack. Und nun widme dich wieder deiner Arbeit und störe uns nicht wieder. Na. Halt! Maul! Halt du doch dein Maul! Und ihr, lasst euch nicht ablenken! Nein, 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 Superior. Hab ich mich etwa beschwert, als du den halben Morgen einfach nicht aufgetaucht bist? Das geht dich überhaupt mal gar nichts an! Okay, und müssen wir dann eventuell irgendwann wiederkommen? Boah, können wir die irgendwie auseinanderbringen? Nein. Sieht nicht so aus, als ob sie zusammenarbeiten. Warum kommen sie nicht? Können sie sich nicht einfach vertragen? Komm, wir probieren es mal, ob wir die irgendwie stimmt, zusammenbringen. Ich mache eine wohlverdiente Pause. Wohlverdient? Einen Tritt in den Arsch hast du verdient, du fauler Trunkenbold. Besser betrunken als ein bärtiger Bastard. Na los, tritt mich doch. Zeig, was du kannst. Bitte. Merkt ihr nicht, dass das zu nichts führt? Überleg doch nur einmal kurz, was andere Leute tun würden. Was? Wer? Der Prior, Tom Bilder, andere Leute erwägen, gehen. Wir probieren mal mit dem Prior. Der Prior. Genau, ja. Prior Philipp torkelt auch nicht betrunken durch die Gegend, oder? Nee, tut er nicht. Aber ich auch nicht. Ich sitze. Und genau da ist das Problem. Hoch mit dir und fang an zu schieben. Philipp würde das auch tun. Würde er nicht. Eine Pause ist wie der heilige Sonntag. Es ist eine Sünde, am Sonntag zu arbeiten. Das stimmt. Es ist aber nicht Sonntag.
aber es ist meine Pause. Tom Bilder. Na, das ist mal ein hart arbeitender Mann, nicht wahr? Der ist auf jeden Fall ein hart arbeitender Mann. So viel ist sicher. Aber er ist auch ein Mann, der weiß, wann Zeit für eine Pause ist. Und er weiß auch, wann man anderen mal ihre Pause lassen sollte. Du hast doch gar nicht Pause. Du hast den halben Tag nur auf dem Pott gesessen. Das war deine Pause. Also verdirb mir nicht jetzt auch noch meine eigene. Oh, Mann. Jetzt legen sie aber los. Wenn ich Pause mache, musst du auch eine machen. Hat deine Frau wohl wieder gekocht, was? Was fällt dir ein? Sauf dich doch tot! Der Graf von Shiring, Alfred Bilder. Wen haben wir noch? King Stefan, Jack Jackson, sich selber erwähnen? Okay. Wen haben wir noch? Bruder Arnold, der Subprior. Oha, wenn der das drinnen hört, wird er sauer, oder? Der Subprior. Oh, fang mir bloß nicht mit Subprior Remigius an. Er ist ein hart arbeitender Mann. Das ist er. Kein Zweifel. Was? Dass er ein hart arbeitender Mann ist. Wer? Subprior Remigius, du Trottel! Was? Wie können Sie es wagen? Wie könnt ihr es wagen? Schreit ihr auf dem Friedhof herum wie wilde Heiden? Aber ich, wir... Ruhe! Wisst ihr überhaupt, wie schwer die Arbeit eines Subprios ist? Wie viel Hingabe und schmerzhafte Arbeit es ist, unsere Novizen zu unterrichten, unsere Mönche? Und ihr wagt es, mich einen Narren zu nennen? Wir haben doch nicht... Ruhe, sagte ich! Lasst mich über einen Weg nachdenken, wie ich euch zwei verständlich machen kann, welches Betragen ich von euch in Zukunft erwarte. Die werden wohl eine Weile beschäftigt sein. Wir schenken euch unser Vertrauen. Wir nehmen euch bei uns auf. Okay. Dann suchen wir einfach mal, würde ich sagen. Viele davon habe ich noch nicht gelesen. Die meisten, um ehrlich zu sein. So viele Geschichten, so viel Weisheit. Die meisten sind viel interessanter als die Bibel. Junger Mönch... Schlauer Mönch, immer eine Freude, mit ihm zu sprechen. Ah, Jack. Ich wusste, du würdest wieder auftauchen. Sei bloß vorsichtig, dass du Remigius nicht unter die Augen kommst. Aber Philipp sagte, ich könnte jederzeit hier lernen. Leider nicht, während wir hier arbeiten. Darauf hat Remigius bestanden. Ich werde mich beeilen. Okay. Bücher, so viele Geschichten hier vielleicht irgendwie suchen? Wenn ich doch nur mehr Zeit zum Lesen hätte. Wenn ich doch nur mehr Zeit zum Lesen hätte. Wenn ich doch nur mehr Zeit zum Lesen hätte. Okay. Das Regal hier irgendwie? Wenn ich doch nur mehr Zeit zum Lesen hätte. Ja, sag doch mal das Gleiche. Okay, dann quatschen wir mal die anderen an. Guter Mann, aber auch ein Freund. Der Mönch aber auch ein Freund. Okay, was mit dir? Woran arbeitest du? An einer Kopie von dem Buch, das Philipp geschrieben hat. Wir haben das Original letztes Jahr fertiggestellt. Ich wusste gar nicht, dass er ein Buch geschrieben hat. Nur wenige wissen das. Der Inhalt ist... Er ist etwas kritisch, was die Kirche und Bischöfe angeht. Nach seiner Erfahrung mit Bischof Walleron hat er sich mit etwas beschäftigt, das er Judicia Cleri nennt. Judicia Cleri? Die Urteile des Klerus? Ja. In der Vergangenheit gab es viele grausame Prüfungen, um die Schuld oder Unschuld eines Mannes zu bestimmen. Der Herr selbst sollte über sie richten. Diese Verfahren nannte man Judicium Dei, das Gottesurteil.
Mancher musste glühende Eisen mit bloßer Hand halten. Andere wurden ertränkt und einige dem Scheiterhaufen übergeben. Wenn sie unschuldig wären, würde Gott sie erretten. Es gäbe keine Märtyrer, wenn das wahr wäre. Selbst Adolphus wäre verschont worden. Ja, Gottes Wege sind unergründlich. Philipp will, dass diese schrecklichen Verfahren ein Schatten der Vergangenheit werden. Denn Grausamkeit führt stets nur zu mehr Grausamkeit. Aber ich habe von Wundern gehört. Heilige, die selbst den Scheiterhaufen überlebten. Ja, Philipp glaubt, das waren keine Gottesurteile, sondern Urteile, die der Klerus bestimmt hat. Judicia Cleri. Richtig. Märchen und manipulierte Richtsprüche, um Freunde und Verbündete des Klerus freizukaufen. Falsche Wunder? Und die Kirche steckt dahinter? Klingt, als wenn Philipp nach Ärger sucht. Wenn man jemanden solcher Scharlatanerie und Ketzerei bezichtigt, wird die Antwort darauf sicher nicht freundlich ausfallen. Dennoch glauben wir, dass Philipp recht hat. Dies ist das zweite Jahrtausend. Es wird Zeit, dass wir aus den Fehlern der Vergangenheit lernen. Philipps Buch, die Gerechtigkeit der Kirche. Untersuchen wir mal. Verfasst 1140. In lateinischer Sprache verfasst wird Philipps Buch im Skriptorium von den Schreibgelehrten von Kingsbridge kopiert und hat seinen Weg mittlerweile in die Buchsammlungen der Klöster von England und der Normandie gefunden. Hauptsächlich wird es in den höheren Kreisen der Kirche gelesen, denn der Inhalt des Buches ist anspruchsvoller und vielleicht gefährlicher Natur. In seinem Buch äußert sich Philipp kritisch zu Feuerproben und anderen angeblichen Gottesurteilen. Seit Jahrhunderten wird behauptet, dass es der Zweck dieser Feuerproben sei, die Schuld eines Menschen zu beweisen. Die Kirche gibt dabei vor, dass die Unschuldigen von Gott gerettet werden würden. Doch Philipp schreibt, dass der Mensch Gott zu so einer Urteilsverkündung nicht zu zwingen vermag. Nicht einmal der Papst. Der Mensch dient Gott und nicht Gott den Menschen. Philipp glaubt, dass Wunder, die sich bei dieser Feuerprobe zugetragen haben sollen, nichts anderes als Fälschungen waren, um Freunde der Kirche von ihren Sünden freizusprechen. Feinde der Kirche hingegen würden getötet oder verstümmelt. Weiterhin schreibt Philipp, dass die Existenz der Märtyrer ein Beweis dafür ist, dass Gott die Unschuldigen nicht einfach rettet. Daher müssen Feuerproben und andere Gottesurteile verboten werden, so Philipp. Okay. Was haben wir hier mit dir? Junger Mönch, sieht nach harter Arbeit aus, sollte sich mal ausruhen, zumindest solange Remigius nicht da ist. Woran arbeitest du? Geh weg! Ich muss mich konzentrieren. Wenn ich einen Fehler mache, ist es deine Schuld. Geh weg! Bitte! Lenk mich nicht ab! Der Subprior könnte jeden Moment wiederkommen. Lass mich zufrieden, Jack. Oh, es geht nicht mehr. Okay, dann haben wir ihn noch. Junger Mönch, äußerst konzentriert oder nur eingeschüchtert. Sollte sich wirklich mal eine Pause gönnen. Was macht er? Hey, an was arbeitest du da? Darf ich das mal lesen? Nein, Remigius wird ungehalten, wenn ich damit nicht fertig werde. Ich kann mich nicht konzentrieren, wenn mir jemand so auf die Finger schaut. Hier gibt's nichts zu sehen. Bitte geh einfach. Oh nein, ich glaube, ich habe einen Fehler gemacht. Remigius wird uns beide zurechtstutzen, wenn er uns reden sieht. Hast du nicht etwas anderes zu tun, Jack? Okay, er geht jetzt auch nicht weiter. Das Fenster, Remigius ist immer noch da unten. Er ist wirklich außer sich. Kann ich da rausgucken oder so? Ich bleib mal besser weg vom Fenster, sonst bekomme ich auch noch Ärger. Okay, hier hinten ist nichts weiter, aber ich habe die anderen Mönche noch nicht weiter zugefaselt. Wahrscheinlich muss ich das noch tun, warte. Wenn ich da... Ich suche nach einem Buch von Ovid. Oh, in Shiring und Winchester haben wir ein paar davon gesehen. Es gibt auch die ein oder andere Kopie in Salisbury, glaube ich. Welches suchst du denn? Die Amores. Hast du davon schon mal gehört?
Das war doch eine der Niederschriften in Winchester, denke ich. Hast du es gelesen? Ich? Ich weiß nicht mehr genau. Hat er. Nur ein oder zwei Seiten. Klingt nach dem richtigen Buch. Und Winchester ist doch gar nicht so weit weg. Ich sollte Ellie sagen, was ich herausgefunden habe. In Winchester haben sie eine Kopie der Amores. Okay. Kann ich hier noch was weiterfaseln mit den Leuten? Falsche Wunder. Okay, kommt das, wenn ich ihn? Ja. Okay. Ich dachte, ich habe irgendwie auf das Skript. Ich suche nach einem Buch von Ovid. Oh, in Shiring und Winchester haben wir ein paar davon gesehen. Es gibt auch die ein oder andere... Welche suchst du? Die... Okay, ich sollte ehrlich sagen, was... Gut, dann raus mit uns, dann haben wir das schon erledigt. Und so dankt er es uns also. Wir können hier von Bruder Arnold reden. Cuthbert starb vor einem halben Jahr, ich vermisse ihn. Brauchen wir noch irgendwie die Kräuter oder den Händeschutz oder sowas? Immer ist es der Subprior, der sich um all die Dinge kümmert, die er lieber meint. Leute, ich sehe gerade, wir sind schon bei 26 Minuten, das habe ich gar nicht bemerkt. Wir machen an der Stelle schnell eine kleine Aufnahmepause und dann reden wir mit Arnold und gucken, was er hier unten macht. Und haben wir einen Anhaltspunkt, wo unsere Mutter ist? Gerade nicht, oder? Wir gehen auf jeden Fall auf die Lichtung und schauen uns doch dort noch ein bisschen um. Wir müssen ja auch irgendwie die anderen Aufgaben noch lösen. Also dann, bis zum nächsten Mal, liebe Leute. Tschüss.